Hallo Menschen, ich wurde von Books and Bubbles freundlicherweise zum Reisebuchtag eingeladen und dann fangen wir auch gleich an mit der ersten Frage. Once in a Lifetime Trip, die Reise deines Lebens. Welches Buch hat dich nachhaltig berührt? An welches Buch musst du immer noch denken? Ich habe schon häufiger etwas in diese Richtung beantwortet und leider habe ich keine neuen Antworten. Also ich könnte einfach schon wieder Vergeltung von Gerd Ledig in die Kamera halten oder zum Beispiel auch Arbeit und Struktur. Um genau zu sein, habe ich sogar mal ein Video gedreht mit dem Titel Die sieben einflussreichsten Bücher meines Lebens. Da kommt zumindest Vergeltung, glaube ich, vor. Arbeit und Struktur habe ich erst danach gelesen. Es sind also leider keine allzu neuen Antworten, aber die zwei beispielhaft für eine Antwort. Nummer 2 dann, Völkerverständigung. Zeige ein Buch von einem Autor, der weder auf Deutsch oder Englisch im Original geschrieben hat. Da habe ich mal zwei rausgesucht wieder. Wir haben aktuell eher eine kleine Enttäuschung, nämlich Zärtliche Klagen von Yoko Ogawa. Dazu gibt es auch eine Einzelrezension. Ich habe aber von derselben Autorin schon zwei Bücher gelesen, die ich mochte. Das heißt, es ist keine irgendwie Anti-Empfehlung für diese Autorin, aber da hat mich dann doch ein bisschen was gestört, beziehungsweise bin ich, glaube ich, einfach nicht die richtige Leserin für diese Art Geschichte. Stattdessen möchte ich euch zum Beispiel Tschernobyl von Svetlana Alexejewitsch ans Herz legen. Also Yoko Ogawa schreibt natürlich auf Japanisch, Frau Alexejewitsch auf Russisch und das ist wirklich ein ganz, ganz eindrückliches Buch. Ich habe inzwischen auch von ihr vier weitere, glaube ich, gelesen und keins davon fand ich schlecht, wenn auch in unterschiedlichem Grade gut. Ist aber prinzipiell eine Empfehlung für alle Bücher dieser Autorin, wenn ihr halt schon mit recht harten Themen zurechtkommt, aber wirklich, wirklich gut aufgearbeitet. Dann kommen wir zur nächsten Frage, Fantasiereise. Welche fiktive Welt hat dich am meisten begeistert? Hier habe ich auch eine Weile überlegt, weil ich natürlich in meiner Jugend, beziehungsweise eher so als Kind noch, halbwegs habe ich ja dann Der Herr der Ringe und auch Harry Potter gelesen und ich war da schon lange Zeit begeistert oder habe dann auch zum Beispiel solche Fantasy-Welten wie in Der Herr der Ringe mir ausgedacht, also solche Karten und Sprachen, aber im Endeffekt hat mich das Buch, glaube ich, nicht begeistert. Also ich mag die Geschichten, ich gucke die Filme auch immer noch, aber ich hätte doch einiges gekürzt und umgearbeitet, wenn ich da Lektor gewesen wäre. Und bei J.K. Rowling wird halt alles so ein bisschen von aktuellen Äußerungen überschattet, obwohl ich das halt damals auch wirklich sehr gerne gelesen habe. Und es könnte auch sein, weil ich dieses Buch oder diese Reihe gerade eben erst beendet habe, dass ich es jetzt nenne, aber die Broken Earth-Reihe von N.K. Jemisin fand ich wirklich, wirklich großartig, weil es die Art von Fantasy ist, die wirklich ernste Themen auch behandelt, so wie sie teilweise in Literary Fiction behandelt werden. Ob das jetzt ein Kriterium ist, was jeder gelten lassen würde, glaube ich, zu bezweifeln. Also es geht vielleicht auch nicht in jeder Fantasy-Geschichte darum, irgendwie ernste Themen zu verarbeiten, aber das ist zumindest die Art von Fantasy, die ich interessant finde und insofern von mir für diese Buchreihe schon mal eine Empfehlung. Ich habe es auch in meinem aktuellen Lesevlog von dieser Reihe geschwärmt und der Lesemonat kommt ja aber, glaube ich, erst nächste Woche. Bis dahin, Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt von der Katze, die gerade bei mir zu Besuch ist. Bin mir nicht ganz sicher, ob er es nicht so cool findet, wenn ich Videos drehe, denn das ist letztens schon für den Reisekanal passiert, dass er mich dann auch so ein bisschen unterbrochen hat und mich hier so ein bisschen in die Aufmerksamkeit reindrängelt. Du bist selbst niedlich, wenn du mein Sofa kaputt machst. Jetzt weiß ich nicht mehr so genau, wo ich gerade war. Auf jeden Fall fand ich die Broken Earth-Reihe sehr, sehr gut. Und wir machen einfach weiter mit der nächsten Frage. Übergepäck. Zeige ein schweres, seitenstarkes Buch aus deiner Sammlung. Und da nenne ich auch mal wieder zwei. Das erste ist gelesen, nämlich meine Ausgabe von Krieg und Frieden hier in dieser Schuber-Taschenbuch-Zweier-Ausgabe aus dem DTV-Verlag, die ich auch empfehlen kann für alle, die halt so ein paar mehr Anmerkungen zu schätzen wissen. Also es geht ja damit los, dass im Original die ganzen französischen Stellen nicht übersetzt sind und ich brauche das aber, weil ich des Französischen leider nicht mächtig bin. Und dann gibt es hier aber auch noch ein paar sehr, sehr gute historische Anmerkungen, die ja, man vielleicht nicht unbedingt braucht, um der Handlung zu folgen, die mir aber noch mal eine ganze Menge an Hintergrundwissen gegeben haben, was ich auch sehr gut fand. Und dann haben wir hier noch Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil, ungelesen. Im besten Fall wird das diesen Herbst vielleicht zusammen mit Sophie gelesen und da bin ich mir aber auch gar nicht sicher. Ist das eine vollständige Ausgabe? Hier drin steht dann eben Buch 1 und 2. Hat es nur zwei Bücher oder besteht es aus vier Teilen eigentlich? Also ich hoffe, das ist alles. Und es steht auch schon eine Weile ungelesen bei mir. Das heißt, mein Stapel ungelesener Bücher ist zurzeit sehr, sehr, sehr gering. Aber das und der Ulysses sind so ein paar Langzeit-Dornröschen hier, die einfach auf meinem Sub entschlummern. Mal schauen, ob sich das hoffentlich dieses Jahr ändert. Mit der nächsten Frage hatte ich so ein bisschen ein Problem. Urlaubsflirt,
Welcher Charakter wäre dein Sommerschwarm? Habe ich wirklich nicht mehr. Es ist lange, lange her, dass ich Bücher so gelesen habe und mir dann dachte, oh ja, der oder die ist ja ganz nett und mich dann irgendwie vielleicht weggeträumt habe. Habe ich auch gemacht so in meiner Jugend und vielleicht auch noch so mit 20, aber kann ich mich jetzt zum Beispiel aus den letzten Jahren wirklich nicht dran erinnern. Wenn ich mir jetzt irgendwie so auf Teufel komm raus jemanden ausdenken müsste, und ich glaube, es liegt aber daran, dass ich einfach da vor einer Weile erst die illustrierte Variante gelesen habe und aktuell auch die Serie schaue, dann könnte ich jetzt Melanta Jirl, falls man sie so ausspricht, aus Night Flyers nennen. Also ich fand ich zum Beispiel im Buch schon eine sehr coole, taffe Frau, die einfach sowohl physisch als auch psychisch stark ist. Und in der Serie wird sie auf jeden Fall auch sehr cool dargestellt, aber das ist jetzt auch eher so eine... Das habe ich mir jetzt halt ausgedacht. Ich habe das Buch nicht gelesen und mir gedacht, oh, mit der möchte ich aber unbedingt im Bett landen. Weiß auch nicht. Ist nicht mehr so meine Art des Lesens oder die Richtung, in die ich wahrscheinlich lese. Mit der nächsten Frage hatte ich auch ein bisschen Probleme, aber ich habe Antworten gefunden. Reise Food Diary. Welches Buch ist kulinarisch ein Leckerbissen? Ich glaube, ich habe das gar nicht so oft, dass ich jetzt wie andere, also sowohl in Fantasy-Geschichten, also es gibt irgendwie auch in diesen Cozy Mysteries, dass irgendwie Essen, glaube ich, ganz oft eine Rolle spielt. Ist mir nichts eingefallen in diese Richtung. Aber vor einer Weile las ich Heimat, eine Reise, ein Gefühl. Das habe ich nur nicht da, um es euch zu zeigen, weil ich das auf Arbeit gelesen habe. Und da ging es für ganz viele Leute halt schon um den Begriff Heimat, aber oft verbunden eben mit Essen. Es muss nicht immer mal das sein, wo man geboren wurde, sondern eventuell auch dort, wo man neu anfängt. Ich habe dazu ein extra Video gemacht, wo ich es mit zwei anderen Büchern zum Thema Heimat bespreche und da sieht man auch ein paar Aufnahmen dazu. Und dann habe ich gedacht, es müsste doch in irgendeinem der Mangas, die hier stehen, da müsste doch mal Essen vorkommen. Denn zumindest in Anime-Serien, da bin ich immer hin und weg, wenn dort Essen gezeigt wird. Ich finde das so lecker, mich spricht alles an und selbst, sage ich mal, wenn da Fleisch drin steckt, da gibt es ja inzwischen auch vegane Varianten, aber wenn ich das so sehe auf dem Bildschirm, oh, super, super, super lecker. Aber tatsächlich habe ich keins gefunden, was bei mir rumsteht und wird jetzt irgendwie prominent Essen behandelt. Und dann musste ich sehr lachen, denn ich habe den Tag quasi vorbereitet, mir die Bücher schon rausgelegt und das war halt gestern Abend. Und 20 Uhr habe ich so gemeint, so, oh, ich habe noch Hunger. Und dann hatte ich den blendenden Einfall, dass ich ja auch noch Tiefkühlpommes habe. Und da habe ich mal gedacht, nee, komm, es ist jetzt schon nah um 8, du brauchst nichts mehr zu essen. So eine Stunde später habe ich mir gedacht, scheiße, ich habe immer noch Hunger. Ich dachte, aber jetzt ist ja noch später, jetzt ist ja noch sinnloser. Und dann habe ich im Bett weiter das grüne Rollo gelesen und in der nächsten Szene, die geschieht, reden die über Pommes. Ich hatte so einen riesen Appetit und tatsächlich auch halt auch wirklich Hunger. Und dann geht es aber auch noch weiter, weil derjenige ist kein großer Pommes-Fan, er ist ein Chefkoch. Und dann reden die halt noch über leckeres Kartoffelpüree mit Frühlingszwiebeln und Pilzen angebraten. Das hatte ich halt auch noch im Kühlschrank. Und och, ich bin fast zerflossen, obwohl das halt nicht die beste Essensbeschreibung der Welt wahrscheinlich war mit diesen Pommes. Aber das war halt perfektes Timing. Und somit ist das grüne Rollo für mich quasi gerade so ein kulinarischer Höhepunkt gewesen, obwohl es das im Großen und Ganzen nicht ist. Die nächste Frage dann. Reisesouvenir. Zeige das schönste Buch aus deiner Sammlung. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich nicht so der Riesensammler. Ich bin in erster Linie Leserin. Ich habe diese Ausgabe eines Shakespeare-Buches hier. Das ist eine Sammlung, die habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen. Ich habe sie nicht gelesen und ich habe es tatsächlich zumindest in der Ausgabe nicht vor... Oh, die Seite habe ich noch nie geöffnet. Die sind total zerflattert. Also es ist halt auch sehr, sehr alt. Das ist altdeutsche Schrift. Ich kann das lesen, aber es bremst einen halt schon ganz schön aus. Ich meine, ich will umgedreht natürlich auch nicht, dass dieses Können irgendwie komplett verloren geht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man dieses Buch überhaupt noch in die Hand nehmen sollte. Insofern kann man es vielleicht tatsächlich eher so von außen begutachten und mehr nicht. Ich habe aber noch eine zweite Antwortmöglichkeit, nämlich die Southern Reach Trilogie. Die hat drei sehr schöne Cover, finde ich. Ob das jetzt die schönsten Bücher der Welt sind, weiß ich auch nicht, aber ich finde sie zumindest ganz hübsch. Und dann machen wir auch weiter mit der achten Frage. Reise in die Zukunft. Welches Buch möchtest du unbedingt noch lesen? Da trifft es sich ganz gut, dass ich heute von der Arbeit 4 neue Bücher mitgebracht habe, die ich einfach alle mal zeige. 2 davon gehen so ein bisschen in die queere Richtung, weil ja Juni Pride Month ist. Und ich muss noch mal gucken, wie ich das vielleicht kombinieren kann mit, oh, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie das heißt, Mythmaker Readathon. Davon hat letztens Carina Zaharias berichtet, also ihren TBR quasi gezeigt. Und das finde ich eine ganz coole Sache, weil sich da wieder jemand für einen Lesemarathon was Tolles ausgedacht hat. Da gibt es halt so, wie sagt man auf Deutsch, Character Cheats. Also man muss bestimmte Bücher lesen, um am Ende zum Beispiel Pirat oder Wikinger oder sowas zu werden. Und natürlich ist das nur eine alberne Spielerei, aber wenn die Bücher gerade bei mir passen würden, würde ich das, glaube ich, mit diesem Mythmaker Readathon, falls der so heißt, kombinieren.
Und gleichzeitig möchte ich aber eben auch so ein bisschen aus dem LGBTQ+-Bereich lesen. Also, ich hatte hier einmal die Argonauts von Maggie Nelson. Da habe ich im englischsprachigen Bereich relativ viel Neues, Gutes dazu gehört. Schon über ein paar Jahre, glaube ich, also so 1,5 Jahre hinweg. Und eine deutsche Erscheinung, trotz des englischen Titels, I'm a Queer Feminist Cyborg, That's Okay, von Mika Moore? Stein? Steen? Stein? Das ist eine Empfehlung von Nur Chaos und ich freue mich drauf. Ich hab's aber beim ersten Durchblättern habe ich mir schon gedacht, so, boah, was ist denn das für ein hässliches Layout? Kaum Rand, diese riesige Schrift. Also vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass es halt für so viele Leute wie möglich zugänglich sein muss, aber dass man so von oben bis unten im Buch zuklatscht ohne so ein bisschen Gestaltung. Gut, es ist ein kleiner Verlag, aber also schön ist anders, um ganz ehrlich zu sein, aber ich freue mich auf den Inhalt des Buches. Und dann habe ich hier noch zwei andere neue, nämlich We Need New Names, was jetzt nochmal neu als Empfehlung von Ellen zu mir kam. Und da ist mir eingefallen, dass das mit eines der ersten Bücher ist, die ich mir jemals auf meine Wunschliste geschrieben habe, vor Jahren. Ich glaube, es müsste vor ungefähr 7 Jahren gewesen sein. Und sie hat das so großartig besprochen, dass ich es mir dann halt doch endlich mal gekauft habe. Und das letzte neue Buch wäre The Outrun. Das ist auch eine Empfehlung und da bin ich mir immer nicht ganz sicher, wie ich es aussprechen soll, ob man das ganz klassisch deutsch, also Ursur, oder ob es Yusu oder so, ich bin mir leider nicht ganz sicher. Und das kam mit der Beschreibung, dass es so ähnlich ist oder zumindest so ein bisschen in eine Richtung geht wie H is for Hawk, also H wie Habicht, was ich ganz, ganz großartig fand vor 2, 3 Jahren. Und dementsprechend freue ich mich halt auf alle neuen Bücher sehr. Das ist ja immer so und das ist auch einer der Gründe, warum ich meinen niedrigen Sub so unglaublich mag. Und damit kommen wir zur 9. Frage, Touristenfalle. Welches Buch hat sich nicht gelohnt zu lesen? Ich bin tatsächlich nicht der Meinung wie manch anderer, dass sich irgendwie jedes Buch lohnt, weil man ja doch irgendwas draus nehmen kann und wenn es nur die Erkenntnis ist, was einem nicht gefällt. Ich weiß inzwischen sehr gut, was mir nicht gefällt. Das Problem ist ja eher, dass einen Klappentexte manchmal so ein bisschen in die Irre führen oder dass halt im Buch dann irgendwann etwas vorkommt, was man nicht mag oder diese Darstellung nicht zum Beispiel, was man vorher nicht wissen konnte. Insofern gab es auf jeden Fall schon einige Enttäuschungen in meinem Leben. Das klingt jetzt so tiefgründig, in meinem Leseleben. Die neueste wäre wohl Die Gestirne von Eleanor Catton. Da gibt es eine Einzelrezension dazu. Hat mir nicht gefallen. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum das den Booker Prize gewonnen hat. Aber naja, und im Buch war es irgendwie ganz viele, habe ich das Gefühl, auf negative Art und Weise mit mir verbinden, ist Moby Dick, weil ich da einmal so gerantet habe, was ich von diesem Buch halte. Ich weiß nicht, was ich da nicht sehe, weil es ja doch immer wieder positive Besprechungen gibt. Eben auch heutzutage, wo die sagen, oh, da steckt so viel Gutes drin. Und dieses eine Kapitel über Whiteness, aber der Rest des Buches, nee, also das war nicht meins. Drücken wir es doch so auf. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Zu Hause ist es am schönsten. Welches Buch spielt in Deutschland? Und ich entschied mich für Jeder stirbt für sich allein von Hans Wallada. Ich weiß, auch schon ein paar Mal in die Kamera gehalten, aber es ist inzwischen schon so lange her, dass ich es gelesen habe, dass, glaube ich, nicht immer alle neuen Abonnenten wissen, wie sehr ich dieses Buch mag. Es gibt auch eine Einzelrezension dazu, aber es ist, wie gesagt, ein recht altes Video. Ich weiß nicht mehr, wie gut es ist, aber auch das war eine gemeinsame Lektüre mit Sophie vom Kanal Verstand und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es hat auch Deutschland zur NS-Zeit, eine Zeit also auch so drumherum, Zwischenkriegsjahre, Nachkriegsjahre, über die ich immer wieder gerne lese. Und das ist mit einer meiner, ja so ein bisschen die ersten Erinnerungen, die ich so ein bisschen an den deutschen Booktube-Bereich gesammelt habe, weil ich halt dann zum ersten Mal mit jemandem von hier eine gemeinsame Lektüre hatte und dementsprechend ist mir das sofort bei dieser Frage eingefallen. Ich schaue nochmal, ob mir jemand einfällt, der auch so gerne reist wie ich und einen Booktube-Kanal hat. Auf jeden Fall würde ich gerne diese Menschen hier taggen und einladen, falls ihr möchtet, falls es euch gerade in den Kram passt. Und ja, ich danke nochmal dafür, dass ich eingeladen wurde von Books and Bubbles. Alle Kanäle und Dinge sind unten verlinkt. Von euch würde ich gerne mal wissen, was eure literarische Touristenfalle ist. Vielleicht auch ein Buch, was ihr auch durchgezogen habt, wo ihr euch immer gedacht habt, Mensch, da muss doch noch was kommen und dann kam leider doch nichts mehr. Und ansonsten danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.